Grüße Leute und willkommen bei Zelda Secrets und meine Top 10 Zelda-Momente, heute in The Wind Waker. Platz Nummer 10, menschlicher Weitwurf. Im Normalfall ist die Zelda-Serie ja nur sekundär für seinen Humor bekannt. Erst so seit Link's Awakening und Ocarina of Time kann man von ein paar humoristischen Einlagen sprechen. Doch eine Szene in The Wind Waker ist Slapstick pur. Und zwar die Umsetzung des Plans, wie kriegen wir Link am besten in die verwunschene Bastion. Lösung: Held in Fass, Fass auf Katapult und Feuer. Links Gesicht dabei, unbezahlbar. Und es gibt eine Bruchlandung. Platz Nummer 9, das freie Segeln. Anfangs läuft Wind Waker eher so ab, dass man von Position A zu Position B und zu Position C wechselt, ohne einen Umweg zu nehmen, sondern wird einfach von einer Mission zur anderen geschickt. Und wenn man die wunderschön blaue Welt einfach mal auf eigene Faust erkunden will? Nein, das funktioniert anfangs nicht. Dadurch ergaben sich mit mir und dem roten Leuenkönig anfangs folgende Dialoge. Darf ich jetzt frei segeln? Nein! Darf ich jetzt frei segeln? Nein! Darf ich jetzt frei segeln? Nein, und hör auf zu fragen. Aber wieso darf ich denn nicht frei segeln? Ist so. Arschloch. Was? Nix. Aber dabei bleibt es ja zum Glück nicht. Und wenn man erstmal die Macht über den Wind erlangt hat, kann man die wunderschöne blaue Welt erkunden. Und das ist genau einer die Dinge, für die Zelda steht. Das freie Erkunden einer wunderschönen, mysteriösen Welt. Und dabei ist es egal, ob zu Land, zu Luft, zu Wasser oder auch mit einem Zug. Platz Nummer 8. Mein Blatt und ich. Wenn man in The Wind Waker erstmal den großen Dekobaum erreicht hat, bekommt man von ihm ein besonderes Geschenk überreicht. Ein Blatt. Im ersten Moment habe ich gedacht, oh toll, ein Blatt, willst du mich verarschen? Ich kann auch warten, bis wieder Herbst ist. Aber nein, dieses Blatt hat es drauf, denn es lädt auch zum Fliegen ein und hat die Macht, Gegner wegzupusten. Und einfach dieses Gegner wegpusten hat mir dermaßen viel Spaß gemacht, dass dies der Platz Nummer 8 ist bei mir in meine besonderen Zelda-Momente in The Wind Waker. Denn in dem Moment, wo ich das gekriegt habe und ausprobiert habe, habe ich mir gedacht, meine Fresse, so ein Blatt bräuchtest du in der Realität. Was könnte man damit nicht alles anstellen? Platz Nummer 7, Portemonnaie, der größte Ort in Wind Waker und wahrscheinlich einer der liebevollsten in der Zelda-Geschichte. Denn in Portemonnaie oder Portmoney, je nachdem, gibt es so viel zu tun und so viele witzige und schräge Charaktere. Hier hat man immer was zu tun und wird im Laufe seines Abenteuers immer wieder auf die Insel zurückkehren, um kleine Quests zu absolvieren. Gerade weil man anfangs in The Wind Waker relativ wenig Charaktere sieht und die Welt auch relativ klein wirkt, ist der Besuch in Portemonnaie eine erfrischende Änderung und zeigt auf, wie groß der Titel eigentlich sein kann, jedenfalls von den Anteil der Charaktere her und ihrer Persönlichkeit. Denn keiner der Charaktere wirkt überflüssig, sondern alle sind gut platziert und haben ihre eigene kleine Geschichte. Also wenn mal ein kleiner Seeurlaub, dann auf dieser Insel. Platz Nummer 6, Hammer Time. Damals habe ich nicht schlecht gestaunt, als ich dieses Item gefunden habe, der Stahlhammer. Er ist einfach männlich, nein, übertrieben super männlich. Bam! Gerade der Kontrast zwischen dem kleinen, niedlichen Link und diesem völlig übertriebenen Hammer hat eine wahre magische Wirkung auf mich gehabt. Dazu habe ich immer noch ein paar Stahlstiefel angezogen und dann ist Link schön langsam wieder Terminator durch die Gegend gelaufen und hat alles zu Brei geschlagen. Auch den dummen Vogel, der unsere Schwester entführt hatte. Bam! Platz Nummer 5, zurück daheim. Es gibt eine Szene in The Wind Waker, die ist so zuckersüß, dass man ihr kaum widerstehen kann. Und zwar dann, wenn man seine kranke Oma zu Hause besucht. Diese Szene gibt in meinen Augen den Charakteren unheimlich viel Tiefe. Denn nach den ganzen Kämpfen hat man oft vergessen, dass Link in The Wind Waker noch ein Kind ist. Und das wird hier nochmal gezeigt. Und eigentlich sollte jeder, der eine gute Oma und ein Herz hat, diese Szene voll nachvollziehen können. Ach ja, und abgesehen gibt's dann von Oma noch Geschenke. Ein Glas mit Suppe. Platz Nummer 4, das alte Hyrule. Kurz nach dem Release damals bei Wind Waker wurden die Wünsche laut, dass die Leute gesagt hatten, sie hätten gern auch das alte Hyrule noch erkundet, das unter dem Meer, und weniger die große Wasserwelt. Und hat man einen bestimmten Punkt in The Wind Waker überschritten, ist es auch möglich, die untere Welt zu besuchen. Zwar ist dies nur ein kleiner Ausschnitt und man kann nicht die ganze Welt besuchen, die man damals von Ocarina of Time noch so gut in Erinnerung hatte. Allerdings werden ziemlich viele Erinnerungen geweckt und auch hier wird einem endlich klar, wo die Verbindung zu Ocarina of Time liegt. Und jeder, der den Vorgänger von The Wind Waker gespielt und geliebt hat, wird diese Szene sehr zu schätzen wissen und in ein tiefes Gefühl von Nostalgie verfallen.
Und genau hier beginnt der Wunsch, das alte Land wieder zu erwecken. Auch wenn die Geschichte ein anderes Ende vorausgesehen hatte. Platz Nummer 3, die Battleship-Szene. Dies ist für mich der witzigste Moment in der ganzen Zelda-Serie. Ein leicht verschobener Herr im Portemonnaie bietet dir an, ein kleines Spiel mit ihm zu spielen, natürlich gegen harte Währung. Und dabei kann man ein Herzteil gewinnen. Das Spiel ist ziemlich simpel, es ist Schiffe versenken. Bloß halt in der schweren Hardcore-Version, wenn man halt gegen den Computer spielt und die Schiffe, naja, zufällig versteckt sind und, naja, ihr wisst ja, Schiffe versenken hat eben doch auch ein bisschen was mit Glück zu tun bei Ersttreffern. Aber das Minispiel ist eigentlich völlig egal, denn es geht um die Szene davor. Der Herr, der in den Laden betreibt, erzählt ja noch eine kleine Story, um etwas Atmosphäre aufzubauen. Dabei verwendet er verschiedene Masken und spielt jeden Charakter selber und das ist Comedy Gold. Platz Nummer 2, die verwunschene Bastion. Und dabei meine ich ganz besonders die Schleicheinlage. Im Normalfall bin ich kein großer Fan von Stealth-Gameplay in Spielen, aber das war einfach mal was anderes und hat auch die Abwechslung im Gameplay mächtig befördert. Link, der sich durch die Gegend schleicht, unter ein Fass und die Wachen schnüffeln an ihn und jedes Mal ist mein Herz stehen geblieben und ich habe gedacht, hoffentlich haben sie mich jetzt nicht entdeckt. Dass dies eigentlich nur ein Remake der Schleichszene aus Ocarina of Time im Schloss ist und sich ziemlich stark von Metal Gear inspirieren ließ, tut dabei den Spaß keinen Abbruch. Denn wenn schon schleichen, dann wohl am liebsten mit Link. Platz Nummer 1 und mein absoluter Lieblingsmoment in The Wind Waker. Der Endfight. Nachdem man im Spiel oft auf einen übrigens ziemlich grandios geschriebenen Ganondorf getroffen ist, der diesmal sogar ein echt nachvollziehbares Motiv für seine Taten hat, tritt man nun ein letztes Mal gegen ihn an, um seine Pläne zu vereiteln. Und schnell stellt sich heraus, dass man gegen ihn alleine keine Chance hat. Erst durch die Hilfe von Zelda ist dieser harte Kampf ausgeglichen und Link kann sogar zu einem echten Finisher ansetzen. Finish him! Flawless victory. Fatality. Das Ende vom Großmeister des Bösen wird mit einem Schwert in den Kopf besiegelt. Absolut badass und top inszeniert, genau wie der ganze Kampf und mein Platz Nummer 1 in The Wind Waker. Und jetzt seid natürlich ihr wieder gefragt, was waren eure Top-Momente in The Wind Waker? Und welcher Zelda-Teil soll der nächste sein? Und noch eine kleine Zusatzfrage, wo in The Wind Waker würdet ihr am liebsten Urlaub machen? Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Reinschauen und seid auch das nächste Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Zelda Secrets. Also bis die Tage und ciao!